Geliebte Tochter, ich habe dir nie viel von meiner Familie erzählt. Aber nun bist du allein und du sollst wissen, wo deine Wurzeln sind, um selbst zu entscheiden, ob du deine, meine Familie kennenlernen möchtest. Ich habe es nie fertiggebracht, wieder Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Wir haben einander zu weh getan. Wo bleibst du denn? Das Essen steht schon auf dem Tisch. Mom dreht schon durch. Oh, schon zu spät. Es gibt sicher wieder Strafpunkte. Eigentlich möchte ich gar nichts essen. Du hast doch schon eine Traumfigur. Und die möchte ich auch behalten. Aber auch nur im Traum. Hallo, ihr Lieben. Bitte einen wunderbaren Ausritt, Emilchen. Du stinkst nach Pferd. Also eins von beiden geht nur, pünktlich oder frisch geduscht. Mit einem gelegentlichen Blick auf die Uhr kann man beides schaffen. Außerdem Pferde stinken nicht, Pferde riechen. Lassen Sie nur so sich gehen. Kann man nicht einmal in Ruhe mit der Familie essen? Von Thalien? Entschuldigen Sie, spreche ich mit Julius von Thalien? Baria? Bist du das? Nein, ich bin nicht Baria. Ich... Verzeihen Sie, Ihre Stimme hat mich gerade verwirrt. Ich bin Barbara, Ihre Tochter. Was? Baria hat... wo ist denn Baria? Kann ich Sie sprechen? Meine Mutter ist vor 2 Monaten gestorben. Nein, das... War sie krank, oder? Es war ein Unfall. Es ging alles sehr schnell. Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Ja, und Ferdinand? Mein Vater lebt auch nicht mehr. Kann ich was für Sie, für dich tun? Wo bist du denn? Ich bin in Italien. Paps! Was ist los? Mama wartet. Ich kann jetzt nicht. Ist was passiert? Meine Schwester ist tot. Oh. Die, die damals durchgebrannt ist? Ja. Ihre Tochter hat eben angerufen. Sie hat erst aus einem Brief in ihrem Nachlass von uns erfahren. Das tut mir leid, Paps. Sie ist sehr lieb gehabt, meine Schwester. Trotz allem. Ich hoffe, ihr Leben war glücklich. Piccoli. Ah, Barbara, vieni. Essen ist fertig. Ich komme gleich. Ich muss nur noch den Tierarzt rufen. Leporello lahmt schon wieder. Oh, Mama mia, aber nicht schon wieder. Den Dottore, wovon soll ich ihn denn bezahlen? Ich habe kein Geld. Ich mach das. Du hast doch selber keins. Doch. Mein Onkel schickt mir Geld aus Deutschland. Vero? Ehrlich. Und ich werde auch bald hinfahren. Und ich habe Barbara natürlich sofort zu uns eingeladen. Du hast was? Ohne mich zu fragen. Wieso fragen? Soll sie etwa hier wohnen? Naja, selbstverständlich. Also, Platzmangel leiden wir aber nicht gerade. Also, ich find's cool. Endlich passiert mal was Spannendes. Es wird nur wieder Klatsch und Tratsch geben. Ja, ist doch wunderbar. Dann wird's den Leuten wenigstens nicht langweilig. Also, ich muss jetzt gehen. Ich bin mit Marco zum Squash verabredet. Ich werde auch bei ihm übernachten. Und denk dran, morgen hast du Yoga. Kann mir eigentlich mal jemand erklären, was Baia so Schlimmes gemacht hat? Einen Skandal. Sie hat ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann angefangen. Er war Schauspieler, hier am Theater. Aber sowas passiert doch dauernd. Naja, es war schon sehr dramatisch damals. Baia war erst 17 und Ferdinand Stolte war 20 Jahre älter als sie. Und als sie dann schwanger wurde, dann sind sie beide miteinander durchgebrannt. So alt war der? Ja, für meinen Vater war es damals eine richtige Tragödie. Er hat sie verstoßen, enterbt. Niemand durfte je wieder ihren Namen aussprechen, so als ob sie nie existiert hätte. Heute schäme ich mich dafür. Und wann kommt Barbara?
Gibt's doch nicht. Hallo. Ich muss zum Bahnhof Landshut. Können Sie mich mitnehmen? Ja, klar. Danke. Ich hab's total eilig. Entschuldigen Sie, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne Sie. Fällt Ihnen nichts Originelleres ein? Nein, wirklich. Ich kannte mal jemanden. Baja von Tallien. Das ist meine Mutter. Nein. Sie sind die Tochter? Ja. Ich dachte eben schon, ich sehe eine Fata Morgana am Straßenrand stehen. Aha, das ist ja eine Ähnlichkeit, das ist ja Wahnsinn. Ja, und waren Sie jetzt bei Ihrer Familie zu Besuch? Nein, ich bin gerade erst angekommen. Was machen Sie dann hier? Ich bin getrennt. Aha. Aber mein Onkel erwartet mich jetzt am Bahnhof. Oh nein, ich glaube, das war mein Zug. Würden Sie mir mal bitte mein Handy aus meiner Tasche rausholen? Klar, mache ich. Meinetwegen was absagen. Nein, nein. Ich will nur die Italiens anrufen, ihnen Bescheid sagen, dass sie bei mir im Auto sind. Gute Idee. Wow. In sowas kann man wohnen? Ja. Das Schloss ist schon seit über 200 Jahren im Besitz der von Italiens. Hat mir nie davon erzählt. Der Kurfürst hat es ihnen damals geschenkt für treue Dienste. Wollen Sie nicht aussteigen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich hierher passe. Hi, ich bin Doris. Hallo. Hi. Bist du echt von Italien aus getrennt? Ja, sorry. Ich dachte, ich schaff's rechtzeitig. Ah, macht nichts. Hallo. Wie sieht die denn aus? Herr Christian. Hallo. Interessantes Styling. Hoffentlich hat sie wenigstens anständige Manieren. Barbara. Julius. Sei willkommen in unserer Familie. Hallo. Ich kann es gar nicht glauben. Du siehst aus wie Baja, so habe ich sie in Erinnerung. Und du trägst ihre Kette. Ja, das habe ich auch gedacht, als ich sie auf der Straße abstehen sehen. Ja, zeig doch deine Cousine schon mal ihr Zimmer. Wir sehen uns nachher. Ist schön, dass du da bist. Danke. Freu mich. Freu mich. Los, komm. Danke nochmal. Bitte. Christian, komm doch die nächsten Tage auf den Drink vorbei. Oh. Das mache ich. Sehr gerne. Ganz bestimmt. Mein Gott. Das ist ja der Wahnsinn. Das gibt's ja gar nicht. Sind das alles eure Ahnen? Deine auch. Und guck mal. Jetzt sogar Ähnlichkeit mit dir. Das ist ja meine Kette. Guck mal. Stimmt. Wer ist denn das? Das ist Annette von Tallien. Die ist vor 150 Jahren mit dem Hauslehrer durchgebrannt. Und wurde auch von der Familie verstoßen. Ah ja.
gesagt, es war mal das Zimmer deiner Mutter. Das ist bestimmt ein komisches Gefühl. Ja, irgendwie schon. Ich lass dich jetzt mal allein. Du musst dich auch noch umziehen. Umziehen? Naja, wir essen einen großen Speisesaal und da sind Jeans nicht so angesagt. Ich find's auch voll beknackt, aber Mama steht drauf. Ich hab nur Jeans. Ich leih dir ein Kleid von mir. Okay, danke. Mama hat recht gehabt. Das sieht ja vielleicht aus. Zottelhaare, Uralt-Jeans und Schlabberbluse. Ist das nicht gerade Mode? Dann sehen die Sachen aber anders aus. Designerteile erkennt man sofort. Also ich nicht. Das lernst du schon noch. Doris. Ja, finde ich auch. Ach so, ja. Das ist mein Verlobter, Marco Leitner. Hallo, ich bin Barbara. Guten Abend. Jetzt kommt, die anderen warten schon. Ich habe gejobbt. Kann ich mal den Salat haben? Danke. Zuletzt auf einem Reiterhof. Da haben wir gewohnt und für Kost und Logis gearbeitet. Du hast Ställe ausgemistet? Klar. Halt alles, was so anfiel. Dafür konnte ich aber auch jeden Tag reiten. Ach, du reitest? Mhm. Meine Mutter hat es mir beigebracht, als ich noch ganz klein war. Das ist ja wunderbar. Können wir zusammen ausreiten? Gerne. Auch das noch. Papp sucht immer jemanden zum Reiten. Und uns allen hat er Pech, wir haben es nicht so mit Pferden. Wieso bist du eigentlich getrennt? Julius hatte dir doch das Geld für die Fahrkarte geschickt. Ich musste den Tierarzt davon bezahlen. Ein Tierarzt? Mhm. Auf dem Hof, wo ich gearbeitet habe, da ist ein Pferd mit einer chronischen Sehnenentzündung. Und die Behandlung war den Leuten da zu teuer. Entschuldigung, ich weiß, man spricht nicht mit Vollmund. Aber es ist echt super lecker. Mein Schatz, warum isst du denn nicht? Ich habe keinen Hunger. Willst du es wirklich nicht? Sonst nehme ich das. Ich habe den ganzen Tag nichts Richtiges gegessen. Ich lass dir noch eine Portion bringen. Ach, das geht schon. Ist doch schade, wenn es in Müll kommt. Endlich ist hier mal jemand mit Appetit. Was machst du da eigentlich? Yoga, hat Marianne in ihrem Kurs gelernt. Wenn man das abends macht, trägt es die nächtliche Fettverbrennung an. Und sonst hast du keine Probleme? Nein. Und ich hoffe, ich krieg auch keine. Das freut mich aber sehr. Ich habe nämlich schon auf deine Kommentare gewartet. Ja. Jetzt sei doch mal ehrlich, Julius. Findest du etwa, dass dieses Mädchen in unsere Familie passt? Ja, wieso nicht? Ich finde es sehr erfrischend, so ein Naturkind im Haus. Erfrischend. Sie ist unmöglich. Aber auf mich hörst du ja nicht. Ach, wie kommst du denn auf sowas? Du weißt doch, dein Wort ist mir Befehl. Schlaf gut, Engelchen. Thank you.
sag mal, ich warte ja hier schon eine halbe Ewigkeit. Von wegen eine halbe Ewigkeit. Da musst du schon ein bisschen früher aufstehen, um deinen alten Onkel abzuhängen. Wow, ist das schön hier. Ja. Das war der Lieblingsplatz von deiner Mutter. Warum habt ihr euch eigentlich nie mehr um sie gekümmert? Es war ja Barias Entscheidung, wegzugehen und sich nie mehr zu melden. War sie denn glücklich mit deinem Vater? Die letzten Jahre waren sehr schwierig. Er war krank und brauchte Pflege. Wir hatten nie Geld. Aber sie hat ihn nicht verlassen und auch niemand um Hilfe gebeten, habe ich recht? Ich denke, dafür war sie zu stolz. Tja, Stolz und Leidenschaft, das sagt man den Frauen der Talians nach. Ja? Magst du mir erzählen, wie deine Mutter gestorben ist? Irgendwann einmal. Lass dir mal Zeit. Und du kannst dir vorstellen, dass ich alles über sie wissen will. Warum jetzt? Jetzt, wo alles zu spät ist. Du hast ja recht. Trotzdem ist es einfach schwer, wenn man einen Fehler nicht wieder gut machen kann. Und heute bereue ich es zutiefst, dass ich nie versucht habe, sie zurückzuholen. Ich muss zurück ins Büro. Schade. Ich wäre gern noch mal so richtig galoppiert. So ein Pferd wie Perdita habe ich mir immer gewünscht. Du musst ja nicht mit zurück. Mach dir doch einen schönen Tag. Schau dir die Gegend an. Lohnt sich. Pferd erschreckt. Ist das Ihre? Nein, noch nie gesehen. Ich guck mal, ja? Ich guck mal, ob eine Hundemage hat. Komm mal her. Hey, komm mal her. Zeigen Sie mal. Das kann sich entzünden. Sie müssen zum Arzt. Nein, das geht schon. Ich bin geimpft. Wir müssen das nur verbinden und desinfizieren. Also, wenn Sie mir helfen wollen, ich wohne hier gleich in der Nähe. Ja, natürlich. Aber nicht mit dem Tuch. Ja? Ach, das macht doch nichts. Geht das? Ja, klar. Und du geh nach Hause. Hau ab. Vielen Dank. Sehr nett. Na, Perdita, hast du dich wieder beruhigt? Komm. Wie weit ist es denn bis zu? Ach, ich wohne gleich um die Ecke. Sie machen das richtig professionell. Wir haben uns zu Hause immer selbst verarztet. Danach brauche ich natürlich auch noch Ihre Hilfe. Sonst muss ich verhungern. Ja, der Pizzakarton muss aufgemacht werden. Sie muss in den Ofen geschoben werden. Danach muss sie geschnitten werden. Vor allem muss sie zu zweit gegessen werden. Und wenn Sie sich dafür auch noch zur Verfügung stellen würden. Da kann ich aber schlecht Nein sagen. Wollen Sie nicht langsam mal du zu mir sagen? Ich bin es nicht gewohnt, dass man mich sieht. Nur wenn du Christian zu mir sagst. Das Haus ist wunderschön. Das ist mein Elternhaus. Das
Das sind alles Modelle, die ich während meines Studiums entworfen habe. Mhm. Bist du Architekt? Ich habe einen Lehrauftrag an der Uni. Das da gefällt mir am besten. Das ist mein ganz persönliches Traumhaus. Das würde ich gerne mal in echt sehen. Das ist noch nicht gebaut. Warum nicht? Das hat verschiedene Gründe. Oh Gott! Entschuldigung. Entschuldigung. Es tut mir leid. Also entweder ich mache dich haftbar. Ich habe keine Versicherung. Oder du musst wieder vorbeikommen und es reparieren. Unter meiner Anleitung. Ich? Ja. Da bleibt mir natürlich keine Wahl. Ist das ein Wort? Ja. Dann kann ich dir jetzt gestehen, dass es vorher auch schon kaputt war. Was? Das ist unfair. Die Pizza. Das hat er berechnet. So kriegt er sie wenigstens. Hm? Ich glaube, er will unser Hund werden. Naja, wohl eher deiner. Mich hat er immerhin gebissen. Ich melde mich dann wegen der Reparaturarbeit. Ja, aber bitte schnellstmöglich, ja? Und, Danke. Bitte. Ich würde dich gerne zum Essen ausführen als Wiedergutmachung für die verbrannte Pizza. Okay. Schau hier, du schon wieder. Sonst lässt Christian sich nie hier blicken. Leider. Wenn du hier bist, ist das gleich was anderes. Christian war ja schon die Bar ja rettungslos verliebt. Ja? Also Julius, bitte. Da ist doch nichts dabei. Du warst damals ein kleiner Schulbub. Bar hat ihn natürlich nie beachtet. Also ich muss los jetzt, ja? Bis bald. Bis bald. Hey, was ist das für ein Hund? Dieses Brautkleid tragen die Frauen der Thalien seit 100 Jahren. Mir hat es damals auch nicht gefallen. Aber dein Vater würde es sicher freuen, wenn du es anziehst. Dann solltest du doch seine wunderbare Barbara anziehen, wenn sie mal heiratet. Ja, das hat ja wohl noch Zeit. Das nächste Mal rufst du bitte vorher an, wenn du nicht zum Essen kommst. Engelchen, der Böse bin ich. Ich habe ihr gesagt, sie kann den Tag verbringen, wie sie will. Jeder hier im Haushalt hat sich an gewisse Regeln zu halten. Eine davon ist, dem Personal nicht unnötig Arbeit zu machen. Entschuldigung, ich hatte noch nie Personal. Es war ja auch nur wegen des Hundes. Hund? Ja, er ist mir im Wald zugelaufen. Ich habe ihn erst mal in die Küche gebracht, aber Suse kennt ihn auch nicht. In meine Küche? Naja, ich dachte, ins Wohnzimmer sollte er vielleicht nicht gleich. Ich muss ihn erst mal baden. Habt ihr vielleicht ein Mittel gegen Flöhe im Haus? Julius, das ist überhaupt nicht komisch. Sag Suse, sie soll das Tier sofort wegschaffen und alles desinfizieren. Und du ziehst dich am besten sofort um. Tja, so viel Auswahl habe ich da nicht. Aber ich. Ich wollte sowieso ein paar Kleider aussortieren. Die sind zwar von der letzten Saison, aber so viel Wert auf Mode legst du ja sowieso nicht. Danke. Ich glaube, das ist nicht mein Stil. Wie du meinst. Bis später mal. Naja, also ein paar Sachen brauchst du aber. Du musst ja auch mal ab und zu repräsentieren. Ich hab dir da ein Konto eingerichtet. Kauf dir, was du magst. Danke. Sobald ich einen Job gefunden habe, zahle ich dir alles zurück. Job gefunden? Was heißt denn das? Was soll das wohl heißen? Dass sie hierbleiben will, natürlich. Ich gehe mich da mal umziehen. Und den Hund bringe ich auch weg. Dieses Mädchen wird mich noch den letzten Nerv kosten. Ach, Engelchen. Engelchen, wenn sie den Hund behalten möchte, dann bauen wir halt draußen einen Zwinger, wenn du nicht im Haus haben willst. Ja, und was machst du dann mit dem Tier, wenn sie doch nicht hier bleibt? Dann nehme ich ihn mit ins Schlafzimmer, damit er sich nicht so einsam fühlt. Du bist ein Narr. Ein kindischer, alter Narr. Ja.
Hey. Hallo. Das ging aber schnell. Bitte, kommt rein. Stell dich nicht so an, Kaspar. Ja? Ist doch gut, wenn sich jemand um dich kümmert. Ja? Schade, dass er nicht in unserem hochherrschaftlichen Schloss bleiben kann. Also vorerst könnte ich ihn in Pension nehmen, aber nach den Semesterferien... Achtung, jetzt kommt eine Dusche. Nach den Semesterferien muss ich was anderes einfallen lassen. Dann habe ich nämlich keine Zeit mehr. Dann nehme ich ihn mit zurück nach Italien. Willst du wirklich zurück nach Italien? Ja, ich denke darüber nach. Weißt du, das ist ja einfach nicht meine Welt. Auch wenn es meine Familie ist. Ich mache irgendwie alles falsch, was man nur falsch machen kann. Und das lassen sie mich spüren. Ja, aber gib ihnen eine Chance. Und mir auch. Dir. Ja, ich würde dich gern besser kennenlernen. Hey, komm zurück! Hey, Kaspar, bleib hier! Bleib hier! Los, komm zurück! Kaspar! Hey, wir müssen dich noch fragen! Bleib hier! Zu trinken. Ja, gerne. Komm. So, zwei Cappuccino. Danke sehr. Schön. Danke. Und was hast du dir Schönes gekauft? Gucci, Armani, Prada, Versace. Na, du kennst dich aber aus. Zwangsläufig. Mmh. Heiß! Darf ich? Wartest du auf Marianne? Gut, dass du es erwähnst. Ich muss sie gleich abholen. Entschuldigen Sie, die Rechnung bitte. Alles zusammen? Ja, bitte. 11, 20. 13. Die Fabrik hat mein Vater erst nach dem Krieg aufgebaut. Dass wir genauso wenig zu beißen hatten wie alle. Aber wir hatten die Wälder. Und Möbel hat natürlich jeder gebraucht. Und so sind die Italiens dann zum Wohlstand gelangt. So, das hier ist einer unserer Ausstellungsräume. Übrigens, siehst sehr hübsch aus. Danke. Ja, wie eine richtige Geschäftsfrau. Hat die Marianne dich beraten? Nein. Ich habe ein paar Sachen Secondhand gekauft. Also, du musst doch nicht die Kleider von fremden Leuten tragen. Kannst du ausgehen, was du willst? Ja, das schon weißt wieder. Du doch. Eigentlich ist ja Marco hier der Juniorchef und eigentlich ist Marianne seine Assistentin. Aber im Moment scheinen die beiden anderweitig beschäftigt zu sein. Julius, gut, dass du kommst. Tag. Ich brauche noch ein paar Zahlen für den Geschäftsbericht. Am Nachmittag. Jetzt gehen wir erstmal in mein Büro. Und dann zeige ich Barbara, wovon wir leben. Gut, wie du meinst. Barbara hin, Barbara her. Langsam geht mir das Getue echt auf die Nerven. Glaubst du, er will sie in die Firma nehmen? Mag schon sein. Im Moment ist ihm alles zuzutrauen. Versuch ihm das auszureden. Das kann nicht gut gehen. Und? Was denkst du über ein Praktikum? Ja, geht denn das? Ich habe ja noch nicht mal einen richtigen Schulabschluss. Ach du, wenn man intelligent ist, dann kann man alles lernen. Also wenn es dich interessiert, dann kannst du ja immer noch eine richtige Ausbildung machen und die Firma einsteigen. Aber du hast doch gesagt, Marianne und Doris übernehmen die Fabrik. Marianne wird wohl sowieso aufhören, wenn sie mal verheiratet ist. Dafür ist Marco tüchtiger Mann, der das Zeug hat, den Laden hier zu leiten, wenn ich mich mal zurückziehe. Und was mit Doris ist, das weiß man dann. Im Übrigen bist du auch wie eine Tochter für mich.
Aber ich will auf keinen Fall irgendjemandem was wegnehmen. Du kannst doch nichts wegnehmen, was dir gehört. Du bist doch schließlich die einzige Erbin deiner Mutter. An ihr stand immerhin ein Pflichtteil zu, auch wenn mein Vater sie enterbt hat. Und dass sie es nie in Anspruch genommen hat, das heißt ja nicht, dass es verfallen ist. Chef, ich brauche Ihren Unterschrift. Was haben wir denn da? Ach, die Lieferung. Wo ist die draußen im Hof? Genau. Waren gekommen heute? Ja. Barbara war sehr beeindruckt von der Fabrik. Ich glaube, so langsam realisiert sie, was es bedeutet, eine Tallien zu sein. Kannst du nicht mal von was anderem reden als von dieser wunderbaren Barbara? Also, bitte versteh mich doch. Endlich bietet sich die Gelegenheit, gut zu machen, was ich an meiner Schwester versäumt habe. Also, ich nehme euch doch nichts weg. Doch, deine Aufmerksamkeit. Du interessierst dich nicht mal mehr für Mariannes Hochzeit. Das stimmt doch nicht. Als Kind habe ich ganze Städte und Landschaften gebastelt. Das schönste Haus war natürlich immer für mich und meine Familie. Ich wollte mindestens 8 Kinder haben. Ist das der Kindertrakt? Nein, der da drüben. Und ausbaufähig. Warum hast du das Modell nicht schon vorher repariert? Ach, eigentlich wollte ich es damals wegwerfen. Was? Ja. Ich hab's vor lauter Wut an die Wand geworfen. Du hast es für eine Frau gebaut. Ja. Aber sie wollte es nicht haben. Und dann hast du es trotzdem behalten. An manchen Träumen hängt man eben doch. Und wo ist diese Frau jetzt? Sie geht ihre eigenen Wege. Tut dir das leid? Nein. Im Moment überhaupt nicht. Ich muss jetzt gehen. Elisa kann es nicht leiden, wenn man zu spät zu essen kommt. Wissen Sie gar nicht, dass du bei mir bist? Aber nicht so direkt. Ich habe gesagt, ich gehe reiten. Ich will nicht, dass Sie denken, dass du weißt schon. Aber ich darf dich trotzdem einladen zum Essen, wenn ich vom Kongress zurück bin, oder? Ja, gerne. Ich freue mich schon drauf. Danke. Kaspar? Ihr habt euch doch sicher auch schon Gedanken über Barbaras Geburtstag am 18. gemacht. Am 18.? Da wollten Mom und ich zur Beauty Farm. Dabei seid ihr doch schon die Schönsten im ganzen Land. Pass bloß auf, dass du keine Pickel kriegst von deiner ganzen Kosmetik. Sehr witzig, Doris. Wie dem auch sei, verschiebt es. Ich möchte nämlich für Barbara eine Party geben. Ja, es wäre doch schön, wenn hier endlich mal wieder ein richtiges Sommerfest gefeiert wird. Sowas hat die Kleine bestimmt noch nie erlebt. Cool. Es ist ja wohl entfallen, dass wir ein großes Fest für die Hochzeit deiner Tochter geplant haben. Ja, also früher haben die Italiens jede Menge Feste gegeben. Also ich finde es etwas übertrieben für einen ganz normalen Geburtstag. Aber es wäre die perfekte Gelegenheit, sie hier offiziell in die Gesellschaft einzuführen. Hier ist die Gästeliste. Der Partyservice kommt morgen vorbei und die Details besprichst du dann am besten. Einen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten. Ihr kennt ja alle unser bewegtes Familienleben. Und umso schöner ist der Anlass dieses Festes. Der Geburtstag meiner Nichte Barbara von Tallien. Und meine Bitte, sie mit offenen Armen in den Kreis unserer Familie und unserer Freunde aufzunehmen. Übrigens, das Buffet ist eröffnet. Also, jetzt mach aber halblang. Sie hat ein bisschen viel getrunken, ist damit völlig unerfahren. Unerfahren? Das war geradezu schamlos.
Also Sie zum haben, Glück hat Marianne das nicht. Sie haben doch nur getanzt. Aber wie? Und schon wieder haben die Leute was zum Tratschen. Sowas muss man doch drüber stehen. Pass nur auf, dass du nicht eine Schlange an deinen Busen nährst. Keine Hunde, keine Pferde, keine Schlangen. Was hast du eigentlich gegen das arme Viehzeug? Hör auf, dich lustig über mich zu machen. Christian, ich muss dieses Engagement annehmen. Das ist für mich eine einmalige Chance. Ja. Ach komm. Wenn wir ehrlich sind, dann ist doch unsere Beziehung sowieso schon lange am Ende. Ja, du hast ja recht. Also, lassen wir uns endlich scheiden. Du machst schon selber, Alfred. Ich muss übrigens nach Schweden, wenn Elisa und Marianne zu ihrer Beautyfarm fahren. Macht's nicht immer so aus, ein paar Tage allein mit Doris zu verbringen? Susi hat Urlaub. Ihr müsst euch also selbst versorgen. Ach Quatsch, das bin ich gewohnt. Ja, komm. Außerdem fange ich ja mit dem Praktikum an. Ja. Das ist nicht wirklich schlimm für dich, oder? Nein. Jetzt nicht mehr. Ich habe mich nämlich ein wenig... Verliebt. Hab ich's mir doch gedacht. Vor ein paar Jahren hättest du niemals eine andere Frau so angesehen wie gestern Barbara. Übrigens, Elisa hat sich da ziemlich aufgeregt über deinen Auftritt mit Marco auf der Tanzfläche. Es tut mir leid. Mir war nicht klar, wie das wird. Ich tanze halt so gern. Du musst in Zukunft ein bisschen vorsichtig. Solche Sachen werden ja rasch falsch verstanden. Versprochen. Ich werde auch nie wieder so viel trinken. Hilfst du mir, meine restlichen Sachen nach München zu bringen? Ja, klar. Hallo. Morgen. Bleibst du diesmal etwas länger, Liliane? Nein, gar nicht. Kümmert euch doch ein bisschen um Christian, damit er den Trennungsschmerz besser verkraftet. Ich spiele übrigens im München Theater. Ihr müsst unbedingt zu meiner Premiere kommen. Ja, gerne. Ach, schön, da freue ich mich. Hey, Barbara! Ihr werdet mir nicht zu schön, ja? Ja, ich muss auch los. Macht mir keinen Unsinn, ihr zwei. Unsinn? Wie kommst du denn da drauf? Übrigens, Marco kommt gleich. Ich habe ihn gebeten, dich morgens abzuholen, um in die Firma zu fahren. Marco, das ist doch wirklich nicht nötig. Ich kann auch mit dem Bus fahren. Überraschung, ich habe Essen gemacht. Danke, das ist lieb von dir, aber ich fahre gleich weiter.
Jetzt sei doch nicht so. Ich habe mir solche Mühe gemacht. Du, ich muss noch jede Menge Akten aufarbeiten. Wie heißt die Akte denn? Doris, sei nicht so frech. Lass doch, wenn Marco noch arbeiten will. Ach, jetzt kommt schon. Es ist alles gerichtet. Was für eine Nacht. Wie gemacht für die Liebe. Und wir sitzen hier dumm rum und haben niemanden. Erzähl doch mal, Barbara, warst du schon mal ganz doll verliebt? Ich muss jetzt wirklich weg. Nein, bleib doch einen Moment. Ich will noch was mit euch besprechen. Was denn? Ich brauche eure Hilfe. Ich will am Samstag die Clique ins Jagdhaus einladen. Wegen Tim. Er hat sich seit der Party nicht mehr bei mir gemeldet. Ja, und was habe ich damit zu tun? Wenn du fahren könntest. Und ihr müsst meine Anstandswauwaus sein. Sonst reißt mein Papst den Kopf ab, wenn ich sein Jagdhaus entweihe. Also, ich weiß nicht. Ihr habt doch keine Arbeit damit, ich schwör's. Und dabei bleiben müsst ihr auch nicht. Nur sagen, dass ihr da wart. Na gut, eh du Mist baust. Danke, ich gehe gleich telefonieren. Tja, wenn wir da mal keinen Fehler machen. Wird schon nichts passieren. Ich gehe dann mal. Ja, wir müssen ja morgen sowieso früh raus. Schlaf gut, Cousinchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Christian, kommst du? Ja. Hast du die blaue Decke? Ja, ich hab sie. Und die Bücher? Auch die. Gut. Nimmst du mal den Kopf, bitte? Ja. Wo bleiben die denn? Das weiß ich doch nicht. Ja? Tim! Was? Ja, das ist ja irre. Ja, klar komme ich mit. Okay. In einer halben Stunde. Okay, bis dann. Oh, ihr glaubt es nicht. Tim holt mich gleich ab. Wie, er holt dich ab? Er hat noch Karten fürs Rockfestival gekriegt. Die ganze Clique fährt. Na, das ist ja toll. Moment mal. Wollt ihr da übernachten? Ja, klar. Das dauert doch 3 Tage. Er hat einen Bus organisiert. Ich weiß nicht, was deine Eltern dazu sagen würden. Also, ich bin dagegen. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich fahre auf jeden Fall. Was soll schon passieren? Und? Was geht? Jo, passt auf euch auf. Tschüss, Doris. Tja, dann lass uns mal zurückfahren. Ich gehe nur noch mal schnell schwimmen. Was machst du bloß mit mir? Wie meinst du das? Das weißt du doch ganz genau. Du bist wunderschön. Ein Taxi. Marco, ich fahre nach Hause. Was wir hier tun, ist doch verrückt. Wir hören sofort auf damit. Wir können nicht aufhören und weitermachen wie vorher. Glaubst du, jetzt kann ich Marianne noch heiraten? Ja, das kannst du. Das musst du. Ich werde weggehen, dann wirst du mich vergessen. Du liebst sie doch. Nein, ich habe geglaubt, dass ich sie liebe. Was das wirklich ist, weiß ich erst, seit ich dich kenne. Wir sind füreinander gemacht. Du liebst mich auch. Sag es. Ja, ich liebe dich. Aber...
Sei mutig. Ich gehe auf jeden Fall. Gib mir doch wenigstens Zeit, darüber nachzudenken. Wir haben keine Zeit. Jetzt können wir einfach einen Brief schreiben und verschwinden, bevor sie zurückkommen. Ab? Ja. Wieso? Wohin? Das kann ich dir nicht erklären. Bitte, bitte. Es tut mir leid, dass ich dir nicht früher etwas von Liliane erzählt habe. Ich wollte, aber es ich glaube dir kein Wort. Aber... Was wollte der von dir? Nichts. Marco, bitte halt an. Ich kann das nicht. Wir können nicht mehr zurück. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie es wird, wenn sie es herausfinden. Dann lass es. Denk an mich. Keine Vergangenheit. Nur die Zukunft. Alles meine Schuld, wenn ich nicht weggefahren wäre. Über deine Eskapaden unterhalten wir uns später. Das verzeihe ich ihr nicht. Alles, aber das nicht. Wir müssen sofort etwas unternehmen, um den Skandal klein zu halten. Ich glaube, er hat mich nie geliebt. Aber Kind, warum hast du mir nichts gesagt? Weil ich es nicht wahrhaben wollte. Er war aber so perfekt. Perfekt. Jetzt trink erst mal. Hast du irgendjemandem was erzählt? Nur Christian. Julius, du bittest ihn, über die Sache zu schweigen. Und Marianne, du könntest nach Miami zu meinem Bruder fahren. Oh, komm, jetzt reiß dich zusammen. Die offizielle Version ist, dass du die Verlobung gelöst hast, weil es im Betrieb Unregelmäßigkeiten gab und er fristlos gekündigt wurde. Und was sollen wir sagen, wo Barbara ist? In der Firma ist sie ja krank gemeldet. Und sonst kennt sie ja kaum jemanden hier. Wenn jemand fragt, sagen wir, dass sie zur Kur musste. Ich glaube nicht, dass man sie groß vermissen wird. Tja, so wiederholt sich die Geschichte auf bittere Weise. Mein armer Julius. Am besten tun wir alles so, als ob sie nie hier gewesen wäre. Ja. Hey. Und? Erzähl es mal. Natürlich bin ich überqualifiziert. Und das Gehalt, das Sie mir bis jetzt bieten, ist ein besserer Witz. Sie wollen jetzt noch mal Zeugnis sehen. Ich muss unbedingt eine Personalabteilung anrufen, damit Sie es mir endlich schicken. Hast du denen unsere Adresse gegeben? Ja, natürlich. Brauch doch meine Papiere. Julius wird dir nie eins schicken. Und wenn, dann kein gutes. Er muss. Sonst gehe ich zum Anwalt. Das solltest du übrigens auch tun. Wegen des Erbes. Ich bin auch vorher ganz gut ohne die Taliens ausgekommen.
Ich finde nicht, dass ich ein moralisches Recht habe, jetzt auf mein Erdteil zu pochen. Glaubst du, umgekehrt wäre es anders? Das ist doch egal. Ich handle, wie ich es für richtig halte. Und tu es mir zuliebe. Nein. Im Übrigen gehe ich ab morgen kellnern. Irgendwie ernähren kann man sich immer. Kellnern? Das verbiete ich dir. Ach, das verbietest du mir. Mir verbietet niemand etwas. Das stolze Fräulein von Thal. Mach das nicht mit mir, sonst bin ich weg. Entschuldigung. Entschuldige, mein Schatz. Meine Nerven liegen blank. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe in meinen Zeugnissen trotzdem immer offene Türen eingerannt. Hey. Das liegt doch nicht nur an dir. Die Zeiten sind eben auch härter geworden. Wir kommen schon irgendwie über die Runden. Da habe ich jahrelanges Training. Ja, ich vermisse sie auch. They say he wandered very far, over land and sea. Lilly? Nein, mir geht's momentan nicht so gut. Ich vermisse Barbara. Ich mache mir Sorgen um sie. Julius hat angerufen und erzählt, dass Marco sich aus München gemeldet hat. Na, das war doch hin. Nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Ja, weil sie von mir nichts mehr wissen will. Hallo, schöne Frau. Wann hast du denn Feierabend? Ich bin schon vergeben. Wir wollen nachher noch an die Isar zum Baden. Dein Freund kann ja nachkommen, wenn er will. Wollt ihr gleich zahlen? Nee, kann ja sein, dass wir noch was bestellen. Dann hast du noch die Möglichkeit, dir es zu überlegen. Ich komme gleich. Hey. Wer ist denn das? Ein Gast, das siehst du doch. Du hast dich mit ihm verabredet, stimmt's? Sag mal, spinnst du? Erzähl mir keinen Scheiß. Ich hab doch gesehen, wie du ihn angeschaut hast. Und er dich. Sagst du gar nicht, dass mich das wahnsinnig macht? Mach mir hier keine Szene, sonst verliere ich meinen Job. Ja, es ist alles bestens. Marco hat ziemlich viele Angebote. Wenn er sich entschieden hat, dann werden wir uns als allererstes eine anständige Wohnung suchen. So, so. Danke. Ihr beide seid also richtig glücklich. Ja, sehr. Du strahlst aber nicht wirklich wie frisch verliebt. Ich hab doch gesagt, wir sind glücklich. Wir gehören eben zusammen. Du kannst mir nicht erzählen, dass es tiefe Liebe war, die dich zu diesem aberwitzigen Schritt getrieben hat. Natürlich war es Liebe. Was denkst du denn? Na, ich denke, Sex. Außerdem fühlst du dich genauso absurd wie damals. Meine Mutter. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt gehen. Marco wartet sicher schon. Lass mich raten. Er kontrolliert dich. Nein, natürlich nicht. Ich kenne die Sorte Männer. Wenn sie einmal eine Frau erobert haben, dann können sie nicht ertragen, dass sie ein eigenes Leben hat. War Christian so? Oh nein. Er hat mir alle Freiheiten gelassen. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Barbara, davon geht die Welt nicht unter. Niemand zwingt dich jetzt bei ihm zu bleiben. Du hast ja recht. Ich bin nicht glücklich. Marco findet keine Arbeit und damit kann er nicht umgehen. Ich habe niemanden mehr. Gott, ich bin freiwillig aus dem Paradies weggelaufen und jetzt kann ich nie mehr zurück. Willst du zurück? Nein. Jetzt geht es nicht mehr. Es gibt immer einen anderen Weg. Denk mal drüber nach. Ich helfe dir, wenn du willst.
Wo warst du? Liliane Thurmann ist ins Café gekommen. Ach, rein zufällig, ja? In dieser Riesenstadt. Sie hat mich gesucht, falls du es genau wissen willst. Im Himmel ist Jahrmarkt. Was soll die denn von dir wollen? Sie mag mich halt. Sie hat gefragt, ob sie mir irgendwie helfen kann. Ich glaub dir kein Wort. Du lass mir diesen Kerl weg. Sag mal, was ist denn los mit dir? Ruf sie doch an, wenn du mir nicht glaubst. Du kannst dich dann auch gleich für die Einladung ins Theater bedanken. Sie wird uns für Samstag 2 Karten hinterlegen. Den Teufel werde ich tun. Und wir gehen ganz bestimmt nicht in ihr blödes Stück. Ich hasse Theater. Dann gehe ich eben alleine. Sie ist meine einzige Freundin im Moment. Dann such dir eine andere. Kannst du nicht verstehen, dass wir keine Konfrontation mit der Vergangenheit brauchen? Du und ich. Wir haben unser Leben vor uns. Das wird wunderbar. Da brauchen wir keine Altlasten. Ja, bis auf mein Erbteil, hm? Es ist nur, weil ich dich so sehr liebe. Lass mich! Ich könnte nie ohne dich sein. Und wenn du nicht da bist, dann kommt diese Angst. Diese entsetzliche Angst, dich wieder zu verlieren. Bitte, bitte sag, dass du mir verzeihst. Es kommt nie wieder vor, ich schwör's. Ich werde alles tun, was du willst. Nein, Marco. Du denkst vielleicht, ich kann nirgendwo hin. Aber da kennst du mich schlecht. Du hast mein Leben ruiniert. Und du meins. Wenn du glaubst, dass du jetzt zu Kreuze kriechen kannst, dann... Wer ist da? Frau Thurmann? Nein, die ist weg. Ja. Einfach abgehauen. Familie? Das ist eine lange Geschichte. Kann ich wieder hier arbeiten? Ma con piacere. Dein Zimmer ist frei. Dimmi, was ist passiert? Frag mich erstmal nicht. Grazie. Ciao. Ciao. Thurmann? Christian, ich bin's. Christian, hör mir mal zu. Ich glaube, das Mädchen braucht jetzt deine Hilfe. Zum Wohl, ihr Lieben. Auf die gute Nachricht. Im Nachhinein betrachtet ist es ja das Beste, was Marianne passieren konnte. Wer hätte gedacht, dass sie in Amerika nun wirklich die große Liebe findet? Naja, das ist ein doofer Ami, merkt natürlich auch nicht gleich, wie fad sie ist. Hm. Hallo. Es tut mir leid, dass ich euch störe, aber es ist wichtig. Lilly hat mich gerade angerufen. Barbara ist nicht mehr bei Marco. Was? Und nach allem, was sie erzählt hat, war er, um es mal milde auszudrücken, sehr besitzergreifend. Es wird ihr doch nichts passiert sein. Wo ist sie denn? Ja, das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie nicht mehr in München ist. Wahrscheinlich ist sie wieder in Italien. Was hast du eigentlich damit zu tun, Christian? Naja, ich... Also, Barbara und ich... Nein! Du und Barbara? Unsere kleine Unschuld vom Lande. Das ist ja gut, Elisa. Wir wissen ja alle, dass du recht hast. Ach, das ist doch Quatsch. Ich habe den Fehler gemacht. Ich hätte ja sagen sollen, dass ich verheiratet bin, aber das habe ich nicht gemacht.
Wir müssen da was unternehmen. Ich denke, Barbara ist für uns gestorben. Ach, Engelchen. Soll ich denn wirklich so hart werden wie mein Vater? Ja. Wer ist da? Dein Onkel. Molto importante. Ich sag dir's dringend. Julius? Hallo, Barbara. Ich bin's. Bitte leg mich auf. Wie kommst du dazu, dich als mein Onkel auszugeben? Weil ich dich sprechen muss. Ich habe eine Stellung gefunden und auch schon eine Wohnung in Aussicht. Wir können neu anfangen. Es tut mir so schrecklich leid, dass alles so schief gelaufen ist. Ich weiß, dass ich große Fehler gemacht habe. Nein, Marco. Ich habe alles verloren. Aber das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Liebst du mich? Liebst du mich wirklich nicht mehr? Vielleicht habe ich dich nie wirklich geliebt. Das musst du mir verzeihen. Anna, wenn noch mal jemand nach mir fragt, ich bin nicht da, für niemanden. Na, Ben. Kenne ich ja, aber nicht, sie hat doch hier gearbeitet. No, mai, mai. Und Barbara, nie hat eine Barbara hier gearbeitet. Ja, ja, dann habe ich mich wohl getäuscht. Si, signor. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, signora, grazie. Signore, warten Sie mal. Das auch allein. Ganz bestimmt. Das musst du aber nicht. Julius, du? Du musst auch nicht ein Leben lang weglaufen. Wie deine Mutter. Ich schäme mich so sehr. Das solltest du auch. Ja, komm. Ich kann nicht. Nicht nach allem, was ich euch angetan habe. Schau, ich habe mich einfach zu sehr dich vernarrt und immer nur Baja gesehen und das hat die anderen eifersüchtig gemacht. Niemand hat sich darum gekümmert, wie du dich wirklich fühlst. Das. Ich weiß einfach nicht, was in mich gefahren ist. Ich wusste nicht, dass man solche Dinge tun kann, wenn man einem Mann. Ja, ich verstehe das schon. Unsere Frauen, die lassen sich zu oft von ihren Gefühlen mitreißen und dann denken sie erst hinterher nach. So will ich nicht sein. Bist du aber. Du musst nur lernen, damit umzugehen. Das Eingestehen und daran arbeiten, das ist das Schwierige. Aber wenn man eine Familie hat, die einen liebt, das ist gar nicht mehr so schwer. Wo ist denn deine Kette? Ich musste sie verkaufen. Auf deine Heimkehr. Danke. Oh Mann, du bist echt die spannendste Verwandte, die wir je hatten. Elisa, ich möchte mich nochmal von ganzem Herzen entschuldigen. Für alles, was ich euch, vor allen Dingen Marianne, angetan habe. Ich nehme die Entschuldigung an. Ich möchte dir etwas geben.
Karte. Wo kommt die denn her? Liliane hat sie in München besorgt. Sie war nur nicht verkauft. Ich weiß nicht. Trag sie wieder. Sie gehört zu den Frauen der Talians. Und eines Tages wirst du sie vielleicht an deine Tochter weitergeben. Danke. Papst, habt ihr es bald mit eurer Gefühlsduselei? Wie wär's denn mit einem kleinen Ausritt? Ja, aber um 7:30 gibt es Essen. Ich hab dich so vermisst. Sonst niemanden? Ja? Ja, ich komme. Ich muss noch mal ins Büro. Reit doch schon mal vor. Wir treffen uns am Bayers Lieblingsplatz. Hey, wo kommst du denn her? Wir haben auf dich gewartet. Zu mir geschickt? Ja. Ich dachte, nach all dem, was passiert ist, würdest du dich nie wieder melden. Warum bist du nicht gekommen? Ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Du hattest recht. Das Größte, was man lernen kann, ist lieben und geliebt zu werden. Aber gemeinsam lernt es sich leichter. Wollen wir es versuchen? Aber nicht wieder weglaufen. Halt mich doch fest. Wenn du willst, ein ganzes Leben lang. Ah.